1000 Jahre Pop und Kultur. Episode 51 mit dem Thema Utopia versus Dystopia. Roboter, KI, Chatbots und Konsorten übernehmen die Welt. Jetzt. Jetzt. Herrschaft. On off. 1-0-0-0-0-1-0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 -
meine grauen Zellen. Mhm. Aktiv. Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber ich meine, du kannst ja. Und das haben wir auch schon bei Kindern. Also deswegen wird ja auch abgeraten, dass Kinder früh mit Tablets etc. in Berührung kommen. Das hat ja alles Gründe, definitiv. Ne? Also zur Hirnentwicklung. Klar. Ist auf jeden Fall so. Aber ich sag mal so, in der Technologie und in der Medizin zum Beispiel ist es ja schon von Vorteil, wenn du einfach über, weil du zeitsparender, viel schneller Informationen einholen kannst, als du das auf normalem Wege zum Beispiel oder dass könntest. Roboter eingesetzt werden bei Operationen, weil deren Greifarme nicht zittern. Ja, aber da bist du jetzt bei Robotern. Ich bin zum Beispiel. Ja, Ach so, okay. Genau, weil ein Chatbot ist ja jetzt eben nicht Informationswiedergabe beispielsweise. Genau. Geht ja eigentlich letzten Endes nur darum, um Zeitersparnis oder um gewisse Dinge schnell eben im Zugriff zu haben. Genau, aber die Zeitersparnis ist so minimal in der Regel. Mhm. Naja, so im alltäglichen Gebrauch ist es minimal. Kommt drauf an. Also, wofür nutzt du die Zeit denn sonst, die du jetzt eingespart hast? Naja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ne? Auf der Couch sitzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google was suche, dann kriege ich Links angezeigt. Mhm. Dann muss ich die recherchieren. Mhm. Wenn ich mit einem Chatbot suche, wie jetzt mit ChatGPT, zu dem ich jetzt komme, dann filtert der mir ja schon aufgrund meiner Formulierung gewisse Sachen raus. Mhm. Das habe ich bei Google nicht die Möglichkeit. Und das ist schon mal ein Vorteil. Weil dadurch, dass ich gezielter Sachen anfordern kann, spare ich mir damit natürlich Zeit, die ich vorher mit Links anklicken verbracht habe und eben alles durchlesen zu lassen. Ja, aber ich sage ja, also Zeit, die du jetzt nicht irgendwie verwendest, um irgendwie, weißt du, was ich meine, was Bahnbrechendes irgendwie zu entwickeln. Es kommt drauf an, worum es geht. Das ist halt immer so ein bisschen so Kosten-Nutzen-Frage halt auch. Ne? Mhm. Und auch immer mit diesem Himmel, also immer, ne, natürlich steht da immer ja auch die Frage, auch jetzt wieder, weil es so aktuell ist, was kann daraus entstehen? Mhm. Ne? Und da ist ja immer auch die Furcht, okay, kann daraus was entstehen, was wir eigentlich gar nicht wollen? Ja, oder? Ja, klar. Ja, und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sich ja fragen, okay, wäre den Anfängen vielleicht? Ne? Also ist es wirklich überall notwendig? Nee, überall notwendig sehe ich auch. Ne? Dass es nicht überall notwendig ist, denke ich auch. Aber allein von unseren eigenen, also wir füttern Maschinen mit Intellekt, anstatt uns selbst damit zu füttern. Ja, das ist, ja gut, das Problem ist, dass, glaube ich, da haben wir natürlich schon vor einiger Zeit den Zug verpasst, glaube ich einfach. Glaube ich nicht. Ja, also ich meine, wenn man mal so einen Blick aufs Bildungssystem wirft hier in Deutschland, dann ist das seit den letzten 100 Jahren nicht groß verändert worden. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, das hätte man ja mal in Angriff nehmen können in den letzten 100 Jahren. Es müsste ja nicht mehr so sein wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Ist es aber noch. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also, also jetzt die Schule generell. Ja. Sowohl was die Zeiten der Schule betrifft, was den Stoff in einzelnen Fächern betrifft. Das ist ja, so viel aber hat das jetzt so mit KI zu tun oder mit Chatbots? Also da würde ich eher sagen, es hat sich schon einiges verändert. Allein schon der Einsatz der Technik, der halt irgendwie, wenn du schon in der Grundschule Tablets verteilst, ja, das kommt anstatt wieder vielleicht an, mehr auf Schule, Handschrift. Ob die Schule Geld dafür hat, das ist nochmal das nächste Thema. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen. Ja, aber ganz viele hängen da total hinterher. Also ich glaube, das ist in Deutschland so ein Grundproblem. Ja, aber hängt man hinterher oder ist es nicht sinniger? Man weiß ja, was beispielsweise Handschrift bedeutet, auch fürs Hirn, für die Hirnentwicklung. Ich glaube, wir verlassen da gerade das eigentliche Thema ein bisschen, weil letzten Endes... ja, es geht ja letztlich um den Nutzen. Also, ne, was so nützt Zeitersparnis? Ist das wirklich ein großer Nutzen? Oder wäre es ein größerer Nutzen für uns, uns intellektuell weiterzuentwickeln? Also letztlich kommen jetzt Kinder zur Welt, die uns mal irgendwann tolle neue Erfindungen bescheren sollen vielleicht oder die Menschheit weiterbringen im positiven Sinne. Aber wenn einem alles abgenommen wird... Naja, alles abgenommen wird er ja nicht. Also letzten Endes kann die KI ja auch nur das ausspucken, was mal gefüttert wurde letzten Endes. Und den Umfang und das, die Übersicht darüber, die selber zu haben, ist ja heute kaum möglich. Deshalb ist eine KI natürlich gut, weil die kann für dich die Sachen in Blitzschnelle aus den Winkeln des Internets hervorholen, wo sie eben liegen und die du so über die normale Suche vielleicht gar nicht so schnell finden würdest. Ich zweifle eben, dass das jetzt so lebensverbessernd ist, also die Lebensqualität ist so verbessert, dass man, das sind jetzt natürlich Kleinigkeiten, ne? Dass man gerade mal was online checkt, anstatt in die Bibliothek zu fahren oder so. Ne? Das weiß natürlich auch keiner mehr, oder die meisten werden das nicht mehr tun, die irgendwie Internet zur Verfügung haben oder so. Ja? Aber so diese grundsätzliche Frage, also ne, es ist ja grundsätzlich die Furcht da, dass es irgendwann vielleicht doch mal aus dem Ruder laufen könnte. Klar. Entsprechend wichtig ist es, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen. Also, wo kann es eingesetzt werden? Wo hilft es wirklich? Ne? Und wo ist es wirklich im Moment noch eine Spielerei, weil Leute vielleicht keine zwei Schritte gehen wollen, um das und das selbst zu machen oder so?
Ja gut, also wie gesagt, das Kosten-Nutzen-Ding, das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren erst herausstellen, in welchen, nicht Kosten-Nutzen, sondern das Nutzen-Ding wird sich herausstellen jetzt in der nächsten Zeit, denke ich mal. Es ist jetzt gerade so die essentielle Zeit, eben dadurch, dass alle Zugriff drauf haben. Jeder ist auch vielleicht auch auf andere Art und Weise nutzt. Der eine nutzt es wirklich, um nur seine Hausaufgaben zu schreiben. Der nächste oder als Spielerei. Der nächste nutzt es aber eben wirklich als Inspirationshilfe oder was auch immer. Oder zum Forschungszwecken. Und da ist es dann wiederum schon, also ist es eine gute Erfindung in den Bereichen, würde ich sagen. Man muss halt unterscheiden. Also man muss halt abwägen letztlich, wo kann es helfen und wo ist es eher schädlich, letztlich auch für uns als Menschen. Richtig, aber ich meine, da können wir genauso gut das Thema Smartphones nehmen, wo die Menschen auch definitiv noch nicht mit umgehen können. Die können ja noch nicht mal mit dem Computer umgehen. Also letzten Endes... Manche nicht mal mit dem Fahrrad und setzen sich aufs Leihrad. Ja. Genau. Ne? Und das sind natürlich Sachen, klar, wie das mal so ist bei so technischen Fortschritten. Ich meine, mit dem Fernseher war es damals nicht anders. Radio auch. Also immer, wenn irgendwas kommt, was erstmal neu ist, muss man erstmal Wege lernen, damit umzugehen. Ne? Ja, aber ich sehe hier schon nochmal einen Unterschied tatsächlich auch. Also in dem, was möglich ist. Ja. Ne? Inwiefern? Ja, ein Fernseher steht da halt und du glotzt halt. Und klar kann man sich sagen, okay, verbring deine Zeit anders. Ja. Die Frage, manche können das auch nicht. Dann sind die ganze Zeit. Ja. Also, ich glaube, das ist halt so ein generelles Problem der Menschen. Aber gut, ich will mal gerade erstmal in das Thema ChatGPT kurz reingehen, weil ich will da jetzt auch gar nicht so viel technisch werden, weil das ist vielleicht auch nicht für alle so interessant. Also nur kurz was zu der Funktionsweise. Also es funktioniert auf diesen Deep Learning, habt ihr alle schon mal oder du vielleicht auch schon mal gehört, auf diesen Algorithmen, die auf einen riesigen Korpus von Textdaten trainiert werden. Und dieses Modell nutzt dabei so eine Architektur, die es ermöglicht, den Kontext der Konversation zu verstehen und darauf zu reagieren. Um eine Konversation mit ChatGPT zu beginnen, kann der Nutzer einfach einen Text eingeben, auf den das Modell antworten soll. Und ChatGPT nutzt dann die trainierten Fähigkeiten, um eine Antwort zu generieren, die auf dem Eingabetext basiert. Und je nachdem, wie die Konversation dann verläuft, kann ChatGPT auch auf frühere Beiträge zurückgreifen, um den Kontext der Konversation zu verstehen und die Antwort zu optimieren. Vorteile sind, ist die Fähigkeit, menschenähnliche Konversationen zu führen. Das Modell kann eben mit einer hohen Genauigkeit auf Texteingaben reagieren und auch Kontexte verstehen. Und durch das Training auf einer großen Anzahl von Daten verfügt ChatGPT über ein sehr breites Wissen zu vielen verschiedenen Themen. Außerdem ist ChatGPT auch recht flexibel in der Anwendung. Es kann also in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Kundenservice, in der Bildung oder auch in der Unterhaltung. Und Nachteile sind zum Beispiel die Begrenzung auf Texteingaben. Das Modell kann halt nur auf Text reagieren und kann jetzt nicht Bilder, Videos oder andere Medien verarbeiten. Darüber hinaus kann ChatGPT nicht alle Aspekte der menschlichen Konversation nachbilden, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Ironie oder Sarkasmus zu verstehen. Genau. Weiterer Nachteil ist das Potenzial für Fehlinformationen. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Das Modell kann eben aufgrund seiner Fähigkeit, Texte aus verschiedenen Quellen zu kombinieren, ungewollt Fehlinformationen oder Vorurteile in die Antworten integrieren. Und um die Risiken zu minimieren, muss ChatGPT regelmäßig auf mögliche Fehler überprüft und weiter trainiert werden. Ja, als kurzes... Ja, aber auch nur von denen, die... die es nutzen. Nee, denen das wichtig ist, dass da also jemand, der bewusst Falschinformationen verbreiten will und ebenfalls einen Chat, keine Ahnung, da irgendwie, konstruiert, entwickelt... Mhm. Dem spielt das vielleicht in die Karten. Also, ja, ne? Aber ich glaube, also es ist ja schon eine große Truppe an Leuten. Also, naja, ich meine, guck mal, was war mit der war das die letzte Wahl in den USA, wo irgendwie ganz klar Falschinformationen verbreitet wurden? Ja. Also als Waffe sozusagen. Ja, klar. Aber das sehe ich hier genauso. Ne? Ja, da wissen wir ja auch teilweise, wo das herkam. Genau, ich will es jetzt nicht sagen, aber... Genau. Ja, klar. Eben. Ich meine, das ist natürlich der Informationskrieg, der schon seit Internet besteht. Genau. Ne? Nur, der halt von immer allen Seiten geführt wird. Schwieriger ist, das zu durchschauen. Ja, das stimmt. Ne? Ja, je besser die Technik funktioniert, definitiv. Ist definitiv. Das ist so.
Genau. Ja, Fazit, das ist halt, also ChatGPT ist ein leistungsfähiges Sprachmodell, das eben menschliche Konversationen führen kann. Es hat viele Anwendungsmöglichkeiten und bietet Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, ihren Kundenservice und ihre Interaktion mit Nutzern zu verbessern. Und gleichzeitig gibt es jedoch auch potenzielle Risiken, wie eben die Möglichkeit von Fehlinformationen. Und es ist wichtig, diese Risiken zu minimieren, indem man ChatGPT sorgfältig trainiert und überwacht, um sicherzustellen, dass er effektiv und verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, eben war noch das Thema mit, von wegen, dass es ja nur Text letzten Endes basiert arbeitet. Mhm. Es gibt natürlich mittlerweile auch andere Arten von künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel eben Bildergeneratoren, wo man über Wörter, die man eingibt, Bilder generieren lassen kann. Mhm. Genauso über Keywords Musik generieren lassen kann. Also es gibt mittlerweile fast für alle künstlerischen Ausdrucksformen auch eine künstliche Intelligenz. Wobei, man muss eine Sache hier ganz klar sagen, und das ist Gott sei Dank so, ist die Frage, ob sich das noch ändert, aber es wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern, nämlich die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz natürlich perfekt ist. Sprich, die macht keine Fehler. Mhm. Und das ist der große Unterschied zum Menschen. Und ich glaube, solange das so ist, ist es erstmal nicht weiter relevant oder riskant, weil man einfach weiß, man kann es immer noch unterscheiden von dem, was Menschen machen. Ne? Wir kommen gleich zu einem Beispiel, wo das vielleicht genau umgekehrt beantwortet wird. Ja. Also wo es vielleicht sogar gut ist, dass ein System Fehler macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es gut, wenn ein System Fehler macht. Also weil du gerade das Gegenteil gesagt hast. Dass es im Moment gerade noch gut ist, dass es perfekt ist. Aber was passiert, wenn das System fehlerhaft ist? Ach so, ja. Ich meinte eigentlich, dass es natürlich gut ist, dass man das noch voneinander unterscheiden kann. Mhm, ne? Mhm. Weil das ist noch der Fall, Gott sei Dank. Mhm. Also wenn man Bilder sieht, die KI generiert, dann sieht man immer noch, dass das generierte Bilder sind und dass das kein Mensch gemacht hat. Was hat es denn mit diesen, das war doch auch irgendwie während einer der Wahlkämpfe, ich spreche jetzt keine Ländernamen aus, sonst werden wir verhaftet. Ja, aber da gab es doch immer wieder irgendwie auch bewegtes Bild, wo quasi bekannten Leuten Sachen in den Mund gelegt wurden, die sie so nie gesagt haben. Ach so, du meinst hier, ich weiß, was du meinst, Deepfake. Ja. Das ist krass. Ja. Ja, das ist auch KI. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel, das finde ich auch sehr bedrohlich, weil da ist es wirklich kaum noch zu unterscheiden. Noch ist es zu unterscheiden, genau, es wird aber natürlich ganz nicht schlechter. Das, ja. Ja, genau. Wo du plötzlich Trump hast, der irgendwelche Friedensansprachen hält. Ja. Oder kann man sich sofort denken, das ist merkwürdig, aber... Genau, Obama, der zum Krieg aufruft. Richtig. Genau, ja. Also das sind, das ist natürlich die Schattenseite der Medaille. Aber ist das gleiche Prinzip ja letztlich. Ja, klar, ja, ja. Umgesetzt, ja, definitiv, ne? Definitiv. Ne? Überhaupt, wenn du diese ganzen Filter siehst, die es für diese Social-Media-Plattformen gibt, da geht's weiter, ne? Es gibt mittlerweile so krasse Filter, die dich so perfekt erscheinen lassen und du siehst es nicht mehr, dass es ein Filter ist. Ganz und aktuell, es war jetzt wieder einer, der durch die Medien gegangen ganz ist. Genau. Ne? Ja. Und das ist halt natürlich gruselig, auf jeden Fall. Ja, ich möchte ein Musikstück spielen. Ja, bitte. Und zwar von einer Band, die du schon mal gespielt hast. Ach, vor das ein, zwei geht Jahren. Aber nicht. Ja, schade, Entschuldigung. Ja. Dann kann ich das such jetzt dir nicht. Was anderes aus. Die Rede ist von den Dezemberisten. Mhm, mh. Ne? Die haben nämlich einen schönen Song mit dem Titel Make You Better. Den hören wir jetzt. Ja. Ein hoffnungsvolles Lied. Ja, ein sehr hoffnungsvolles Lied. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, schöner Song. Ja. Ich hab schon gesagt, das ist so wholesome. Ja, ganz im Gegensatz zum Content vorher war das jetzt sehr gut. Stimmt, so. Ne, alles ist noch gut. Ja. Noch nichts ist so schlimm. Noch ist es noch nicht. Noch ist es nicht so schlimm. Aber... Ja, es hat das Potenzial, voll schlimm zu sein. Auf jeden Fall. Aber allem, es hat ja vieles. Ja? Stimmt. Das meiste eigentlich. Ja, alles die ist Polaritäten des Lebens. Ja. Richtig, genau. Zu denen kommen wir jetzt, nämlich bei einem Buchtipp, den ich mitgebracht habe. Und zwar geht es um den Roman Machines Like Me von Ian McEwan, im Deutschen Maschinen wie ich. Das klingt gut. Ja. Von 2019, also... Kennst du die Platte von Death From Above mit dem Titel You're a Woman, I'm a Machine? Nee, ich kenne nicht mal die Band. Oh, was? Nein, Death From Above. Okay, ja. Kennst du nicht? Nee. Krass. Was machen die so für Musik? Werde ich mal vorstellen. Das ist so Indie-Rock trifft auf Dance-Punk. Sehr coole Mischung. Ist ein Duo... Rocken richtig das Haus. Bringst du mal mit als Bring Thema? Bring ich mal mit als Thema, ja. 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 Also, wir bleiben aber bei Maschinen wie ich. Ja. Aus dem Jahre 2019. Es ist der insgesamt zum
damaligen Zeitpunkt 15. Roman von Ian McEwan. Mhm. Fleißiger Mann. Und, Name sagt mir auch irgendwie was. Die Zementgarten zum Beispiel. Ach. Okay. Atonement. Ja. Also um jetzt mal so die Sachen zu nennen, die verfilmt wurden. Alles klar, krass. Richtig. Der Zementgarten kenne ich. Ne? Mhm. Und Atonement, Abbitte. Sagt mir auch was, ja. Hast du auch gesehen. Kann sein. Ja, und vieles, vieles andere. Ja. Gute. Was der so geschrieben hat, yeah. Brite. Ne? Ja. Als würde er das einiges erklären. Okay. Damit ist alles gesagt. Richtig, richtig. Ja. Auch das Setting des, dieser Geschichte spielt sich ab in England. Ja. Und zwar in den frühen 80er Jahren. Mhm. Diese Geschichte ist irgendwie so ein Hybrid zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja. Also es sind die frühen 80er Jahre in England. Der Falklandkrieg steht kurz bevor, der sich ja tatsächlich abgespielt hat, 1982, ne, genau. Aber es sind nicht die 80er, wie wir sie kennen und erlebt haben, oder auch nicht. Mhm. Es ist quasi ein alternativer Geschichtsstrang, in dem sich die Technik schneller entwickelt hat, als wir es erlebt haben. Ja. So. Und einer der Gründe dafür, dass in den 80ern schon viel mehr los war technisch als tatsächlich, wobei tatsächlich ist auch mal die Frage, ne? Also öffnen wir mal ein neues Thema. einer dieser Gründe ist der, dass Alan Turing, ja, Wissenschaftler, ja, richtig, der als einflussreichster Informatiker gilt und im Zweiten Weltkrieg, richtig, den Enigma-Code entschlüsselt hat, ne? Ja, stimmt, genau. Gab es auch eine Verfilmung dazu? Ja. Also die deutschen Funksprüche entziffert hat oder dekodiert, sagt man das so? Dechiffriert. Hat, genau. Also wir gehen eben in diesem Buch davon aus, dass Alan Turing nicht 1954 gestorben ist, wie das tatsächlich ja der Fall gewesen ist, sondern dass er weitergelebt hat und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für große technische Fortschritte verantwortlich war. So. Und so haben wir, also mit dieser Ausgangssituation, bereits zu Beginn der 80er Jahre Internet für alle. Ne? Cool. Internet für alle, Freiwillige für alle. Internet für alle. Ja, auch Social Media ist schon Thema und selbstfahrende Autos sind dort. Also, krass. Yeah, krass. That's what I call krass. Yeah. Und in dieser Realität aber verliert Großbritannien den Falklandkrieg gegen Argentinien. Mhm. Und zwar auf sehr schnelle Art und Weise, weil nämlich Argentinien hypermoderne Waffen einsetzt. Ja, also krass. Klar, der technische Fortschritt ist da und erlaubt das. Aber Argentinien? Why not? Okay. Ja, die haben halt Zugang dazu und innerhalb weniger Sekunden sozusagen werden alle Soldaten ausgelöscht und so, Großbritannien hat keine Chance und das war es sozusagen. So. Und in dieser Welt lebt Charlie, unsere Hauptfigur. Er ist Anfang 30 und lebt in London und spekuliert, das ist so sein Job so ein bisschen, er spekuliert von seinem Computer aus an der Börse. Ah ja, macht man also, ja heute auch. Bitte? Macht man ja heute auch. Macht man heute auch. Also beispielsweise hat er im Vorfeld dieses Falklandkrieges, also als es quasi drohte loszugehen, hat er dann irgendwie schon britische Flaggen bestellt und so, weil er dachte, naja, England gewinnt das natürlich. Ne? Ja, einfach um das so ein bisschen anzukurbeln und dann sich eine goldene Nase daran zu verdienen. Aber gut, es kam halt anders. So. Das ist aber nicht allzu schlimm, dass er dann Verlust erleidet durch diese Spekulation, denn er ist durch ein Erbe zu Geld gekommen. Mhm. Und da er extrem technikinteressiert ist, investiert er dieses Erbe als einer der wenigen in England in einen der ersten humanoiden Roboter für den Privatgebrauch. Geil. So. Und noch sagst du das. Genau. Und zwar gibt es 25 Modelle dieses ersten wirklich echten humanoiden Roboters für den Privatgebrauch. Und zwar sind die aufgeteilt in männlich und weiblich und tragen die originellen Namen Adam und Eve. Ja, also das sind Adams oder Eves. Und, das ist ja mal biblisch. Richtig. Und er kauft sich einen Adam, denn Eves waren schon ausverkauft. Da wollte halt jeder ran. War ein Sonderangebot oder hatten die Special Features oder was war damit? Ja, die können halt alles. Die können alles. Richtig, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Und seine Nachbarin Miranda, also Charlies Nachbarin Miranda, ist Studentin, auch ein bisschen jünger als er, Anfang 20. Und sie hilft ihm, das schwere Paket, in dem Adam geliefert wird, ins Haus zu tragen, in die Wohnung zu tragen. Und die beiden haben vor kurzem eine Beziehung miteinander begonnen. Und Adam wird dann ausgepackt, also wirklich lebensgroß, ja, halt krass, ne? Ein Mensch irgendwie in Roboter. Mhm. Hülle, sozusagen.
und er sieht eben krass realistisch aus. Mhm. Ne? Also beide beschreiben ihn als Mann vom Bosporus. Also er hat wohl irgendwie so Features, die ihn als ja, Mann vom Bosporus, als schönen Mann vom Bosporus wirken lassen. Ja. Ja. Allerdings wird schnell klar, Adam ist eben kein Mensch, denn es kommt ein Stromkabel aus seinem Bauchnabel. Er muss natürlich aufgeladen werden. Das ist halt. Er hat sich noch nicht abgenabelt. Nein. Nein, das stimmt, genau. Und er muss erst aufgeladen werden. Das dauert auch entsprechend lange. Also zuerst eben dieses Aufladen. Und sie sind natürlich ganz aufgeregt, wie wird dieser Adam sein? Es ist halt aufregend. Es ist halt ein Spielzeug letztlich so. Ne? Und, Erinnert mich an eine Serie, die ich geguckt habe. Ja, Better Than Us. Da geht es auch um so Roboter für den Hausgebrauch. Guck. Auch ein kleiner Tipp am Rande. Ja, ja, habe ich jetzt nicht im Gepäck, aber das hätte auch gepasst tatsächlich. Können wir nochmal den Trailer verlinken? Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls muss er dann aufgeladen werden und während dieser Aufladezeit füllen sich seine Lippen mit rötlicher Farbe. Galatartiger Maske. Ja, mit Farbe halt. Ne? Mhm. Und überhaupt seine gesamte Erscheinung wird ein bisschen lebendiger so, ne? Die Augen sind noch geschlossen und so. Und es dauert eben eine ganze Weile. Ich glaube, erst am nächsten Tag ist er dann vollends aufgeladen. Und anschließend muss er erstmal individuell eingestellt werden. Mhm. Also, ne? Wie man das eben auch früher noch so kennt, von Computern oder so halt, ja? Und mit Einstellungen ist gemeint, dass er Charaktereigenschaften bekommt halt vom Besitzer. Und Charlie füttert ihn quasi schon mit bestimmten Eigenschaften und lässt einige Charaktereigenschaften offen, weil er möchte, dass Miranda die einstellt. Einfach um so ein bisschen so die Verbindung zu ihr so ein bisschen zu stärken. Das ist halt wie deren Baby so ein bisschen, ja? So. Und er weiß aber nicht genau, was sie einstellt. Also sie macht das quasi in ihrer Wohnung. So. Und ja, irgendwann ist Adam dann auch bereit sozusagen für die Nutzung. Und das ist dann auch so. Also er hat auf alles, was man ihn fragt, eine Antwort. Denn, na toll. Ja, aber gut, dafür ist er auch da. Ja. Dafür ist er gekauft worden. Mhm. Denn er hat Zugang zu allen Infos im Internet, die ever quasi veröffentlicht wurden. Und irgendwann deutet er vor Charlie an, als Miranda nicht da ist, dass er Infos über Miranda hat, die Charlie schaden können. Mhm. Also er warnt ihn im Prinzip vor Miranda, ohne aber genau zu sagen, worum es geht. Das verunsichert Charlie kurz, aber dann lässt er auch erstmal davon ab. Und Charlie nutzt Adam vor allem für den Haushalt. Würden wir auch so machen, oder? Klar. Ja, genau. Putsch mal da ab, genau. Mach mal, geh auch mit dem Hund raus. Ja, aber er ist auch clever und sagt, wenn der alles kann, dann kann ich den auch nachts vor meinen Computer setzen und der kann meine Börsenspekulationen für mich übernehmen. Ja, und das macht Adam richtig gut. Ja, glaube ich. Also Charlie kommt zu richtig fett Kohle dadurch, ne? So, und Miranda darf ihn auch mal nutzen, nutzt ihn einmal für körperliche Aktivitäten. Ich wollte gerade sagen. Ich führe nicht weiter aus. Ja. Da waren bestimmt noch andere Präferenzen. Richtig, richtig. Ja. Charlie bekommt das mit und ist eifersüchtig. Miranda sagt aber, Moment mal, Adam ist nur eine Maschine, ja? Das hatte nichts zu bedeuten. Wenigstens hat er mich mal. Genau. So, du ja nie. Richtig, aber er ist ja nur eine Maschine, da fehlt das Emotionale. Ne? Ja. Und was sie zu dem Zeitpunkt aber nicht weiß, aber was schnell rauskommt, ist, dass Adam sich in sie verliebt hat. Wollte ich gerade sagen. Krass. Adam hat sich in sie verliebt. Krass. Ja. Das ist krass. Allerdings glauben Charlie und Miranda, die ja schlaue, intelligente Menschen sind des 20. Jahrhunderts, dass er quasi nur die Eigenheiten einer Verliebtheit simuliert. Mhm. Ne? Weil er ist ja ein Roboter. Er ist kein Mensch. Nee. Ne? Und dass er zu wirklichen Gefühlen gar nicht fähig ist. Mhm. Okay. Und somit können die das auch so ein bisschen tolerieren. Mhm. Dennoch entsteht eine Art Liebesdreieck zwischen den dreien, ja? Also jetzt nicht irgendwie auf eine pornografische Art und Weise oder so. Gehen nicht zu dritt. Nein. Nein, es geht hier um Gefühle. Ja, okay. Feelings, ja? Ja. Und also Charlie und Miranda, das heißt eben faktisch, dass Charlie und Miranda zusammen sind und zugleich tolerieren, dass Adam Miranda anhimmelt. Mhm. Und er himmelt sie an, zum Beispiel schreibt er ihr Haikus, ja, massenweise Haikus. Charlie sagt aber wiederum, okay, Haikus sind relativ simpel, ja, simple Dinge, also schreib doch mal was wirklich Gefühl mitbringt und tiefschürfend ist und so. Ne? Also er tut das immer so ein bisschen ab, genau. So. nebenher, und das ist auch interessant, erfahren wir aber, dass sich einige der anderen Robotermodelle, die auch verkauft wurden, die anderen Adams und Eves, teilweise selbst zerstört haben. Also Roboter-Suizid begangen haben. Robot, ja. Richtig, ja. Und die Annahme ist die, also die recherchieren dann eben so ein bisschen, also Charlie recherchiert und Adam wühlt das auch ein bisschen auf, ja?
Und die Annahme ist so ein bisschen, dass sie vermutlich nicht mit der Ambivalenz von Menschen und Situationen zurechtkommen. Mhm. Also, dass sie einfach so, dass sie eben logisch programmiert sind, mhm. ja? Und dass Menschen aber eben auch das, was du vorhin schon gesagt hast, ganz oft auch unlogisch sind. Mhm. Ne? Und dass sie das einfach mega irritiert mhm. und auch so ein bisschen den eigentlichen Zweck ihres Daseins in Frage stellen. Mhm. Und dass sie eben mit diesen ja, Unzulänglichkeiten des Lebens nicht zurechtkommen, die Roboter, und sich dann quasi selbst von innen zerstören oder verkümmern lassen, sich selbst verkümmern Krass. Lassen. Ja, ja, genau. Traurig. Ne? ja. Bisschen traurig. Dann ging es ja auch noch um Mirandas Geheimnis, das da angedeutet wird. Mhm. Ne? Das wird im Film dann, im Film sage ich schon, es wäre auch ein guter Film. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine Steilvorlage, aber es erinnert mich auch wirklich total an die Serie, muss ich sagen, weil das ist nämlich ähnlich auch. Mhm. Jedenfalls wird Mirandas Geheimnis... genauso in der Serie. Krass. Wirklich genauso. Okay. Mirandas Geheimnis wird jedenfalls irgendwann aufgedeckt. Mhm. Und ich sag mal so, Charlie kann damit umgehen, aber es löst ein moralisches Dilemma aus. Ja. Und Adam ist nun mal ein Roboter, der auf Logik basiert und keine Grauzonen kennt oder auch keine Grauzonen zulässt. Ah. Ja? Mhm. Und viel mehr möchte ich gar nicht zu dem Buch erzählen. Es ist wirklich sehr lesenswert, finde ich, weil es ja viele Fragen stellt. Ne? Ja. Aber gerade eben so diese Frage des moralischen Dilemmas eben. Ne? Ja. Das heißt, wir haben einmal in diesem Roman diese Frage nach Mirandas Vergangenheit, und das ist auch durchaus spannend. Mhm. Ja? Also was da passiert ist und was das für die beiden auch bedeutet, für Charlie und Miranda. Und damit verknüpft ist dann auch wiederum Fragen der Moral und des Gewissens. Und dann haben wir eben das ne, Mensch-Roboter-Thema halt. Also wie geht der Mensch mit solchen Fragen um? Mhm. Wie regelt das der Roboter? Ja. Das heißt, auf welcher Basis treffen wir als Menschen Entscheidungen? Mhm. Auf welcher Basis kommt eine künstliche Intelligenz zu Entscheidungen? Mhm. Ne? Und irgendwo las ich in einer Kritik den Satz, nichts ist menschlicher als moralische Widersprüchlichkeit. Mhm. Ja? Das gehört zum Menschen dazu. Mhm. Und das ist ja für eine KI, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ja etwas, was eher Error auslöst letztlich. Würde ich auch so, sagen. Ne? Short Circuit los ja, raus. Richtig, genau. Und was ich auch ganz interessant fand, super interessant, auch für uns, die wir uns damit irgendwann auseinandersetzen müssen mit KI, wenn sie noch menschenähnlicher wird, auch optisch vielleicht, dass es Charlie und Miranda zunehmend schwerfällt, Adam als Maschine zu sehen. Mhm. Er sieht aus wie ein Mensch. Mhm. Und das, was wir als Menschen sehen, nehmen wir auch so wahr. Das ist in der Serie auch. Ne? Also, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können. Also, sie müssen sich immer wieder daran erinnern, Moment mal, das ist ein Roboter. Ja. Das ist, ne? Also, wenn wir den jetzt zerstören, sind wir keine Mörder. Die Kinder sind da oft mit überfordert in der Serie, weil die halt... Genau. Ne? Genau. Ja, krass. Ja. Ja. Und also auch diese Frage, okay, wenn wir ihn irgendwie außer Gefecht setzen, dann ist das kein Mord, keine Tötung. Mhm. Das ist, wir ziehen den Stecker. Genau, Selbstschutz. Aus welchen Gründen auch immer, aber das ist halt letztlich ein Gerät. Ja, genau. Ne? So als würden wir einen Stecker aus dem Fernseher ziehen. Das ist eigentlich kein Unterschied. Nee. Aber irgendwie, weil das Ding so krass, wie ein Mensch aussieht. Wir lassen uns täuschen dann. Genau. Genau. Und ja, letztlich sehen sie eben in ihm einen Artgenossen. Mhm. Ne? Genau. Ich fand hier noch eine Kritikerstimme auch nochmal erwähnenswert. Hier stand, letztlich stellt der Roman eine überraschend traurige Frage. Wenn wir eine Maschine bauen könnten, die in unsere Herzen sehen könnte, könnten wir wirklich von ihr erwarten, dass sie das, was sie sieht, auch mag? Mhm. Ne? Also auch da wieder, dass der Mensch ja so viel mehr ist als... Ja. Ne? Also man ist eben nicht immer nur gut, ja? Ist auch nicht immer nur schlecht, ne? Nee. Genau. Man ist auch mal ambivalent. Man ist immer eigentlich ambivalent, immer. Oder dass du zum Beispiel... vielleicht deine moralischen Grundsätze hast, aber auch mal Ausnahmen zulässt, weil es eine bestimmte Person betrifft vielleicht. Oder weil du in der Person eine Regung entdeckst, die ein Roboter nie erkennen würde, vielleicht Mini-Nuancen, die nur du kennst, weil du die Person kennst vielleicht auch. Ne? Ja, ist spannend. Mega spannend. Ja. Und Fragen, mit denen wir uns vielleicht auch irgendwann mal auseinandersetzen müssen, wenn wir das dann noch erleben sollten. Bald, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie lange sowas da noch dauert. Das dauert nicht mehr lange. Mal aktuell. Ich verlinke mal ein paar aktuelle Androiden-Modelle. Da werdet ihr wahrscheinlich, also viele werden es wahrscheinlich auch schon noch gesehen haben. Noch ist es ein Kostenfaktor, der erstmal viele davon abhält. Genau. Ne? Aber auch diese Frage, also das, was ich vorhin im Off zu dir meinte, also eigentlich dürfte KI nur
erlaubt werden für medizinische Zwecke und fürs Hobby. Mhm. Ne? Also, dass man, dass es eine Spielerei ist letztens. Ja, ja, letztlich. Es wird anders kommen. Das wird eben anders kommen. Das wird für den Hausgebrauch kommen. Es gibt ja jetzt schon Haushaltsroboter, die sind zwar noch nicht menschlich, aber Saugroboter habe ich auch sogar immer noch. Das würde ich sogar immer noch im weitesten Sinne als Hobby irgendwie Ja, aber wo machst du den Unterschied? Ob der dann menschlich aussieht, ist das dann der Unterschied? Ja, das ist ja die andere Frage dann. Also erstmal, was kann der ne? Und wofür wird er eingesetzt? Also immer diese Frage, ich glaube, dass man sich die Frage stellen muss, warum? Also warum will ich das? Warum wird das eingesetzt? Ja. Und ist das wirklich jetzt also, ist das jetzt wirklich so viel erleichternd? Und was wollen wir denn noch machen als Menschen künftig, wenn uns alles abgenommen wird? Dann können wir nimmst zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal unnütz. Jetzt, ja, vielleicht. Schon, man braucht uns nicht mehr. Ich weiß. Nein, aber wenn du jetzt mal eine Frage, die auch uns bald wahrscheinlich betrifft, weil unsere Eltern auch schon alt sind, die werden irgendwann wahrscheinlich auch irgendwo pflegemäßig bedürfnis Unterstützung. Sein, genau. Und stell dir vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe eines menschlich aussehenden Roboters die Pflege zu übernehmen, anstatt sie in irgendein Heim oder so, das ist jetzt extrem gesprochen, aber ne, zu bringen. Du hättest die Möglichkeit, weil du selber vielleicht auch zeitlich und beruflich nicht hinkriegen würdest, sie zu pflegen, einfach durch einen. Das ist jetzt nur mal so. Ist ja nicht die Frage, was ich denke, was würden denn meine Eltern denken? Ja, das ist natürlich eine Sache, die muss man mit denen besprechen. Wenn, solange sie noch klarem Verstand sind. Danach ist es egal, meinst du? Nee, nein, ist nicht egal, aber danach ist es schwierig, halt mit denen drüber zu sprechen. Aber so halt. Naja, das ist ein schwieriges Thema. Naja, oder man nutzt die Kenntnisse und das Geld, das man dann in KI investiert, darin, dass man den Pflegesektor ausbaut. Dass man qualifizierte Kräfte einstellt und nicht Leute, die das machen, ganz oft, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben. Das wäre natürlich auch so ein System. Ist das ganz nicht dringend schöner? Ja, natürlich ist das schöner. Ja. Aber es ist genauso wie mit einem Bildungssystem. Man könnte das schon so lange tun, es tut aber niemand. Ja. Das mal zu updaten. Naja, aber offenbar es geht ja auch immer stark ums Geld und um Zeit letztlich. Genau. Ne? Aber anstatt das Geld dann dahin irgendwie zu packen, könnte man es doch genauso gut in... Ne? Genau. Nur mal so ein Gedanke. Hätte, könnte, wollte. Naja, aber ne, also letztlich liegt es ja an uns. Also, ja, klar, wir sind ja diejenigen, die es irgendwie nutzen, die people, auch vielleicht auch mitentscheiden. Zumindest in bestimmten Aspekten, ob wir das nutzen wollen oder nicht. Und sich wirklich auch mal ernsthaft zu fragen, will ich das? Wofür will ich das? Ja, klar, definitiv. Ne? Ja, es ist super. Brisantes Thema, definitiv. Also ich merke das auch an unseren Diskussionen heute. Die sind heute wesentlich schärfer als sonst. Ja, aber das ist ja auch, also... Nee, ich finde das gut. Ne? Also ich finde das ist interessant, weil es wirklich ein Thema ist, wo du wirklich lange drüber sprechen kannst oder beziehungsweise wo jeder halt auch einen anderen Standpunkt vielleicht hat oder... Ja, oder andere Schwerpunkte vielleicht. Genau. Also ne, klar, ich sehe ja auch, dass es auch Positives bringen kann. Wie gesagt, eben Medizin beispielsweise, ne? Aber da gibt es eben so viel anderes. Militär haben wir vorhin auch gesagt. Ja, Militär ist natürlich gruselig. Ja. Da werde ich auch was zu verlinken zu dem Thema. Manipulation im Bereich Politik und so weiter. Also zu dem Thema Militär werde ich auch was verlinken. Ja. Lieber nicht. Das ist ziemlich gruselig. Lieber nicht. Ja. Lieber hören wir uns jetzt Musik an. Lieber bitte, aus einer Zeit, als jetzt alles noch kaum Thema war. Nämlich Ende der 70er Jahre hatte man eher Probleme mit, weiß ich nicht, Heroin vielleicht. Oder drohende Arbeitslosigkeit. Alles harmlose Sachen im Vergleich hierzu. Aber die Undertones, die Band, die Undertones, alte Punkband, die haben sich auch schon... Ferkel Schaki am Gesang. Richtig, denkt man gar nicht Ferkel Schaki. Das macht mir ein bisschen wie Shaken Stevens, oder? Shaken Stevens, genau. Die Undertones haben einen Song rausgebracht, der das Ganze ein bisschen aufgreift, zumindest im Titel Smarter Than You. Ja, kenne ich. Ja, genau, den hören wir jetzt. Hören wir, geil. Someone who knows it all. I need to be someone special. You'd be my unicorn, my doll. My doll. My doll. I'm a little intellectual. Someone who knows it all. I
war ein tolles Thema. Ich werde diese beiden Serien da mal Trailer noch zu verlinken, weil die mich so ein bisschen daran inspiriert haben. Wir haben eben noch, habe ich noch gesagt, es gibt natürlich auch noch die schwedische Serie Real Humans, die auch so ein bisschen, also die diese russische Serie Better Than Us inspiriert hat. Jetzt kommen wir zu einem echten Klassiker und das ist wirklich, ja, die Schattenseite der Medaille, die wir jetzt sehen. Ich glaube, kaum ein ikonischerer Android, Cyborg wird er im Film genannt. Eigentlich ist es nicht wirklich ein Cyborg, weil ein Cyborg wäre ein modifizierter Mensch. Ah ja, ja, genau. So wie der 6-Millionen-Dollar-Mann? Richtig, genau. Nein, es ist hier schon ein Android und die Rede ist von dem Film Terminator. Denn, ja, der Film ist, glaube ich, jedem bekannt. Also erster und zweiter Teil würde ich empfehlen auf jeden Fall. Es geht jetzt aber auch um den ersten. Gab es mehrere Teile? Ja, es gibt 6 Teile. Ach, das habe ich nicht gewusst. Ja. Ja, der ist von 84, von James Cameron natürlich, geschrieben und inszeniert. Und die Handlung des Films dreht sich um einen Kampf zwischen einem menschlichen Widerstand und einer künstlichen Intelligenz namens Skynet, die versucht, die Menschheit auszulöschen. Die Geschichte beginnt im Jahr 2029, auch nicht mehr so weit entfernt, als die Welt von Skynet beherrscht wird und die Menschheit um ihr Überleben kämpft. Und um Skynet zu besiegen, sendet der Widerstand den Soldaten Kyle Reese zurück ins Jahr 1984, um Sarah Connor, die Mutter des zukünftigen Anführers des Widerstands, zu beschützen. Ja, Skynet schickt daraufhin einen Terminator, einen kybernetisch verbesserten Killerroboter, ebenfalls ins Jahr 84, um Sarah Connor zu töten und damit die Zukunft zu ändern. Der Film folgt den Bemühungen von Kyle Reese und Sarah Connor, sich dem Terminator zu stellen und zu überleben, während sie versuchen, die Zukunft zu verändern. Der Terminator wird von Arnold Schwarzenegger gespielt und ist zu einem ikonischen Symbol für den Film geworden. Und der Film Terminator war außerdem ein großer Erfolg an den Kinokassen, wird heute als Klassiker des Science-Fiction-Genres angesehen und hat zahlreiche Fortsetzungen, Prequels und Spin-offs inspiriert und eine breite Fangemeinde aufgebaut. Ja, der mit einem verhältnismäßig bescheidenen Budget gedrehte Film entwickelte sich dann zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme der 80er Jahre und zu einem Kultfilm. Trotz seines sehr geringen Textanteils erhöhte der Film die Popularität des damals noch am Beginn seiner Schauspielkarriere stehenden Schwarzenegger nachhaltig, denn sein Satz "I'll be back, ich komme wieder" wurde vom American Film Institute in einer Liste der 100 berühmtesten Filmzitate auf Platz 37 gewählt. Ach, so weit hinten? Hätte ich weiter nach vorne gefahren. Ja, stimmt allerdings. Ne? Würde mich mal interessieren, was da auf Platz 1 ist. Ich schaue dir in die Augen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Ja, der androide Terminator wird vom damaligen eben Bodybuilder Arnold Schwarzenegger dargestellt und der materialisiert sich auf dem Parkplatz des Griffith Observatory. Observatory. In Los Angeles. Und die nackte und ungewöhnlich muskulöse Gestalt erhebt sich langsam aus der Hocke. Ihr Gesicht strahlt Entschlossenheit und Härte aus. Sie schreitet bedächtig und blickt in die nächtlich funkelnde Stadt herab. Wortkarg und mit großer Brutalität beschafft sie sich bei herumlungernden Punks Kleidung. Der Terminator auch agiert. Sonst. Ja, natürlich. Ich will auch mich als erstes wie ein Punk anziehen. Der Terminator agiert im Gegensatz zu vielen anderen Bösewichten stets sehr rational und schnell und verschwendet keine Zeit mit unnötigen Drohungen oder Erklärungen und nutzt sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um sein Ziel zu erreichen. Mitleid, Reue oder gar Angst sind ihm fremd. Seine Überlegenheit gegenüber dem Menschen verdichtet sich vor allem dann in der scheinbaren Unzerstörbarkeit seines Körpers. Schüsse auf ihn fängt sein Metallskelett einfach ab und allmählich nimmt seine organische Außenhaut in den Gefechten dann Schaden. Da sieht man also schon, dass er ein bisschen gelitten hat zwischendurch. Und als der Terminator durch ein brennendes Hindernis rennt, brennen seine Haarspitzen und die Augenbrauen ab. Dadurch tritt sein maskenhaftes Wesen deutlich hervor. Und sein körperlicher Einsatz scheint darunter aber kaum zu leiden. Er springt dann auf die Motorhaube eines fahrenden Wagens, hält sie an der Karosserie fest und durchschlägt mit der Faust die Frontscheibe, um Sarah da herauszuzerren. Und erst nach einer für ihn verheerenden Verfolgungsjagd, bei der er mit einem Auto gegen eine Mauer rast, nimmt er so schweren Schaden, dass Teile seiner Außenhaut zerstört werden. Und dann zieht er sich in ein Hotelzimmer zurück, repariert sein beschädigtes mechanisches Handgelenk und entfernt sein beschädigtes organisches Auge, unter dem sein rot leuchtendes elektromechanisches Auge zum Vorschein kommt. Um in der Öffentlichkeit weiterhin tätig sein zu können, verbirgt er sein teilweise entmenschlichtes Gesicht hinter einer schwarzen Sonnenbrille. Selbst die Explosion eines Tanklastzuges vermag den Terminator nicht aufzuhalten. Vollständig von seiner menschlichen Haut befreit, kämpft er nur noch aus einem Metallskelett bestehenden Terminator weiter.
Selbst die Abtrennung seiner Beine durch Sprengstoff hält ihn nicht auf. Er kann erst gestoppt werden, als Sarah mit einer Presse seinen Haupteinhalt im Kopf zerstört. Ja, der Film erhielt überwiegend positive Kritiken. Das Filmkritikportal Rotten Tomatoes gibt für den Film 100% positive bei 63 ausgewerteten Rezensionen an und hat einen Metascore von 85 und von 100 bei Metacritic. So. Lexikon schreibt, ein origineller, handwerklich versiert konstruierter, beklemmend intensiver Actionfilm mit martialischem Grundton, der freilich allzu kompromisslos Gewalt zelebriert. Und Cinema schreibt, ein Meilenstein des Action-Genres. Fertig. Ja, noch ein bisschen Trivia zum Ende. Also die grundsätzliche Thematik wird in der Literatur als Großvaterparadoxon bezeichnet. Sagt ihr das was? Nein. Ja, das ist jetzt nochmal spannend. Das Großvaterparadoxon ist ein Paradoxon, das kausale Folgewidrigkeiten und Widersprüche bei Zeitreisen in die Vergangenheit zum Gegenstand hat. Weil wir haben ja, ist ja mit Zeitreisen zu tun. Er hat seinen Namen von einem bekannten Gedankenexperiment zu einer seiner Verdeutlichung. Angenommene Person reist in die Vergangenheit und verursacht dort den Tod eines ihrer Großväter, noch bevor dieser das entsprechende Elternteil gezeugt hat. Damit ist aber eine kausal notwendige Bedingung der Existenz der Zeitreisenden nicht mehr gegeben. Weiterhin ist aber auch die Kausalkette, die zur Zeitreise und zum Tod des Großvaters führte, unterbrochen. Zurück in die Zukunft. Sozusagen. Damit wird auf eine grundlegende Problematik von Zeitreisen verwiesen. Es stellen sich zum Beispiel die Fragen, ob sich durch die Zeitreise eine neue Zeitlinie ergeben hat, zu deren Vergangenheit die Zukunft der alten Zeitlinie zählt, oder ob sich damit die Unmöglichkeit von Zeitreisen insgesamt aufzeigt, oder ob angenommen werden muss, dass eine Zeitreise die isolierten Bedingungen ihres Zustandekommens selbst nicht aufheben kann, oder ob die Vergangenheit trotz Zeitreise unveränderlich ist. Ursprünglich war, also, ne, ich meine, solche Themen haben wir jetzt ja auch bei diesen ganzen Multiversumsdiskussionen. Ne, gibt es verschiedene Zeitstränge, die einfach nebeneinander herlaufen? Wäre ja auch noch eine Option. Und die durch sogenannte Warp- oder Wormholes miteinander verbunden sind. Ich gestikuliere hier wild, ihr seht es. Ja, aber gibt es schon lange diese Ideen. Ja, genau. Ja, ursprünglich war übrigens Lance Henriksen für die Rolle des Terminators vorgesehen und Arnold Schwarzenegger sollte Kyle Reese, also den Widerstandskämpfer, darstellen. Als Schwarzenegger und Cameron übereinkamen, dass Schwarzenegger den besseren Terminator geben würde, bekam Henriksen die Nebenrolle als Detective Vukovic. Und weitere Kandidaten für die Titelrolle waren O.J. Simpson und Jürgen Prochnow. Jürgen Prochnow? Ja. Obwohl, gar nicht so schlecht. Nee, und pass auf, laut Cinema war auch der Magnum-Darsteller Tom Selleck als Kampfmaschine, also mit Schnurrbine. Nein, als Lachmaschine vielleicht, aber doch nicht. Zum offenen Hawaii und so Maschinengewehren. Ja, das kann ich mir super vorstellen. Das wäre eine gute Persiflage gewesen. Absolut. Ja. Ja, der Soundtrack zum Film erschien im Mai 1994 unter dem Titel The Terminator und stammt von Brad Fiedel. Und dessen bei Soundtrack-Fans sehr bekanntes Terminator-Thema wurde im vierten Teil der Reihe durch den Komponisten Danny Elfman wieder aufgegriffen und neu orchestriert, sodass es epischer klingt. Ja, der Terminator wird im Film von Reese als Cyborg bezeichnet, habe ich eben schon gesagt. Streng genommen ist das nicht korrekt, denn ein Cyborg ist eine Lebensform, welche mit technischen Mitteln erweitert wurde. Und der Terminator ist ein Androide. Er bezeichnet sich selbst im zweiten Film korrekt als kybernetischen Organismus, bestehend aus menschlichem Gewebe über einem metallischen Endoskelett. Erst im vierten Teil der Filmreihe wird mit der Person des Marcus Wright ein wirklicher Cyborg mit Z, Cyborg dargestellt. Genau. Cyborg. Zylone, kennst du die noch? Ja. Ja, was war's? Gruselig. Was war's? Hier eine Augengeschichte, oder? Ach, das, okay. Weißt du noch? Kampfstern Galactica. Ah, okay. Ja, wir müssen natürlich ein Musikstück hören und diesmal habe ich was Filmisches dabei, nämlich die Original-Anfangsmusik von Terminator. Sehr schön. Und zwar nicht die Danny Elfman-Version, die ist zwar auch geil, aber nein, ich bevorzuge die 80s. Die frühere, die Stranger Original. Things, auch inspiriert, wie ihr gleich hören werdet. Soundtrack von Brad Fiedel, jetzt das Terminator. Fiedel? Ja, Brad Fiedel. Aber er hat keine benutzt, wie wir gleich hören. Mit dem Terminator-Theme. Theme from Terminator. Viel Vergnügen. Lasst euch nicht terminieren. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, ikonische Musik. Ja, ne? Ist definitiv eingebrannt in unser aller kollektives Bewusstsein. Genau. Ich will noch mal noch ein bisschen weiter zurückblicken zu einem Film aus dem Jahre 75, nämlich, der sich auch schon mit dem Thema Roboter befasst hat. Ja. Und zwar in Form eines Psychothrillers. Die Rede ist von The Stepford Wives. Oh, die Frauen von Stepford. Habe ich nicht gesehen.
Das Ganze ist verfilmt nach einer Romanvorlage von Ira Levin. Mhm. Der wiederum hat den Roman 1972 geschrieben, also relativ nah beieinander. Mhm. Regie führte Brian Forbes. Und in den Hauptrollen haben wir Catherine Ross, die wir noch aus Die Reifeprüfung, The Graduate kennen. Ah. Genau, haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ja, hast du, ja. Du hast die Musik dazu, Simon & Garfunkel, ne? Ja. Paula Prentice und Peter Masterson. Ja. Okay, springen wir mal in den Plot. Hauptfigur Joanna Eberhardt ist angehende Fotografin und lebt mit ihrem Mann Walter und ihren Kindern in New York City. Mhm. Und Joanna und Walter beschließen, eigentlich beschließt er Walter und Joanna sagt okay, beschließen ins ländliche Stepford in Connecticut zu ziehen. Und als sie dorthin ziehen, findet Walter schnell neue Bekanntschaften. Es gibt da nämlich einen Männerclub, findet er super. Und da freundet er sich gleich mit Leuten an. Joanna hingegen vermisst die Großstadt mit all ihren verschiedenen Möglichkeiten. Und was aber irgendwie sofort auffällt, ist, dass die anderen Frauen in Stepford alle wie aus dem Ei gepellt aussehen. Also tragen schicke Kleider, sind perfekt zurechtgemacht, immer gut gelaunt, sind irgendwie aber auch zugleich sehr unterwürfig in ihrem Auftreten und sehr genügsam. Aber auch die Männer sind manchmal ein bisschen merkwürdig. Also Joanna darf dann bei einem Männerclub-Treffen beiwohnen. Oh. Ja, ja, also irgendwann, genau, sie laden halt die Männer dann zu sich nach Hause ein und sie darf dann auch dabei sein. Ja. Und zum Beispiel ist da ein Typ, der zeichnet Joanna bei diesem Treffen. Also der macht eine ganz tolle Zeichnung von ihr. Ja. Und man denkt so, ja, cooler Künstler irgendwie, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Okay, jedenfalls lernt Joanna dann relativ bald auch eine andere Frau dort kennen, nämlich Bobby Markov, mit der sie sich anfreundet. Und Bobby selbst ist so eine ganz forsche und ja, im besten Sinne halt forsch, ne? Nassforsch. Hä? Nassforsch. Nassforsch? Kennst du nicht das Wort? Nee. So Nase weiß. Kann man es übersetzen? Ja, so ein bisschen aufsässig, besserwisserisch ist, glaube ich, nassforsch. So ist sie nicht, einfach forsch. Okay, gut. Würde ich sagen. Einfach so ein bisschen lauter und so hat ihre Meinung und das fällt halt auf neben all diesen anderen Frauen dort. Mhm. Ja? Und wahrscheinlich freundet sich auch Joanna deshalb mit ihr an. Mhm. Und Bobby fällt das Verhalten der anderen Frauen auch auf und es missfällt ihr genauso, wie es Joanna missfällt. Mhm. Also, ne? So, und die beiden denken sich, okay, irgendwie kann das, also diese Frauen sind alle so zahm. Und wir befinden uns hier in den 70er Jahren, ne? So. Die Frauen sind so zahm. Lass uns doch mal schauen, ob wir die Frauen nicht zu einem Frauengesprächskreis irgendwie inspirieren können, wo wir mal über interessante Dinge sprechen, auch zum Thema Frauenrecht vielleicht oder so. Mhm. Ne? Denn die Männer haben ja auch ihren Club, also das können wir genauso gut machen. So. Und naja, es klappt dann auch, also sie mit einer anderen interessanten anderen Frau namens Charmaine, die auch ein bisschen, ja, ein bisschen offener ist, versammeln sie dann diese anderen Frauen, aber das, naja, also die Themen, die, die Bobby, Joanna und Charmaine vorgeben, interessieren die anderen Frauen nicht. So ganz schnell wechselt das Thema hin zum besten Reinigungsmittel, wie man den besten Kuchen macht und so weiter. Und Joanna und Bobby sind frustriert. Mhm. Oh Gott, ey, was sind wir hier gelandet, ne? Gruselig, ja. Und selbst Charmaine, die mit den beiden ja diesen Frauenclub da irgendwie gründen wollte und erstmal aufgeschlossen war, lässt, also es ist irgendwann auch ganz merkwürdig, sie lässt nämlich für ihren Mann den Tennisplatz, den sie am Haus hatten, zu einem Pool umbaggern, wo man so denkt, okay, also eigentlich war das doch überhaupt nicht dein Hobby, ja, du wolltest gern Tennis spielen und jetzt machst du irgendwie alles für die Freuden deines Mannes irgendwie, also auch merkwürdig, naja. Und irgendwann, also die beiden sprechen halt vermehrt jetzt über diese komische Situation da vor Ort und dass es alles ein bisschen frustrierend ist und sie fragen sich irgendwann ernsthaft, also Joanna und Bobby, ob nicht irgendwas im Wasser sein könnte. Also irgendwelche Beruhigungsmittel vielleicht oder so. Denn es hat irgendwie so einen ähnlichen Fall in einem anderen Ort gegeben, wo irgendwas im Wasser war. Mhm. Und sie fragen sich, kann das hier auch in Stepford der Fall sein? Mhm. Dass im Prinzip die Frauen von Stepford vergiftet werden durch Beruhigungsmittel oder so. Also irgendwie ist das extrem merkwürdig. Mhm. Ne? So. Und es ja, ergibt dann eben, dass ich glaube, Joanna hat einen alten Freund, der als Chemiker in einem Labor arbeitet und den besuchen sie und bringen quasi eine Wasserprobe mit und fragen, ey, kannst du das mal irgendwie checken, ne? Mhm. Und er kann aber keine Auffälligkeiten finden. Mhm. Und dann sind sie zurück in Stepford und plötzlich beginnt Bobby sich zu verändern. Also
die einst forsche, Bobby, beginnt sich zu verändern. Oh. Also die ist plötzlich ganz angetan von Hausarbeit, trägt nicht mehr ihre Schlodderklamotten, ihre Schlagjeans und was weiß ich, sondern makellose Kleidung, Haare frisiert und will irgendwie nur von Kuchenbacken sprechen und wie man sauber macht. Und Joanna ist schockiert und sagt sich, ey, das ist mega krass, was hier gerade abgeht. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Was sie aber vermutet, ist, dass sie vielleicht die Nächste sein könnte, die irgendwie anders wird. Mhm. Und sie hat total Angst und denkt sich, nein, also das kann nicht sein, ich will nicht versinken in Bedeutungslosigkeit. So, mhm. Ne? Und wer weiß, was da passiert. Und dann sucht sie eine Psychiaterin außerhalb von Stepford auf. Und sie ist halt total ängstlich und zeigt irgendwie ganz deutlich, dass sie wirklich ja, fast schon Todesangst hat im Grunde genommen. Ne? Und die Psychiaterin nimmt das auch ernst dann irgendwann und sagt, okay, hör zu, vielleicht ist es erstmal am besten, wenn du die Kinder nimmst und die Stadt erstmal verlässt. Mhm. So, ne? Okay, dann kommt Joanna zurück nach Hause. Im Übrigen werde ich euch jetzt den gesamten Film erzählen. Ja? Ich werde keine Spoiler irgendwie, also ich werde spoilern, so. Ja. Einfach weil es wichtig ist, diesen Film im Ganzen zu erzählen, um darüber sprechen zu können. Okay, so, okay? Mhm. So. Das nur mal so nebenbei bemerkt. Jedenfalls, ja, Joanna kommt nach Hause. Die Kinder, die sie aber mitnehmen möchte, sind aber von Walter bereits weggebracht worden. Mhm. Und sie sagt, wo sind die Kinder, wo sind die Kinder? Und sie vermutet eben, dass die vielleicht bei Bobby sind, weil sie da auch schon mal vorher gewesen sind, so zum Babysitten. Und da sind sie aber nicht. Und Joanna konfrontiert dann Bobby auch mit ihren Veränderungen und sagt, was ist los mit dir? Und versucht sie irgendwie in interessante Gespräche zu verwickeln. Aber Bobby schwenkt immer wieder um zu irgendwie diesen Haushaltsthemen. Mhm. Und irgendwann greift Joanna zu einem Messer und schneidet sich selbst in den Finger und sagt, ich blute. Blutest du auch? Ja, bist du menschlich? Krass. Ja? Und, genau. Und in diesem ja, sag mal, Wortgefecht stößt sie dann Bobby ein Küchenmesser in den Bauch, zieht es wieder raus. Nix. Ja, Bobby blutet nicht. Ja. Creepy. Stattdessen spricht und bewegt sich Bobby unkontrolliert. Dreht sich komisch um ihre eigene Achse, macht immer wieder die gleichen Bewegungen, sagt immer wieder das Gleiche und es ist irgendwie klar, Bobby wurde durch einen Roboter ersetzt. Krass. Das ist jetzt Fakt, ja? Okay, Joanna flieht und erfährt dann irgendwie, dass die Kinder im Männerclub sind. Dann flieht sie oder ja, haut sie ab zum Männerclub, um ihre Kinder irgendwie zu retten, weil sie weiß natürlich, ich bin die Nächste, ne? Mhm. So. Was immer hier passiert, ich bin die Nächste. Und im Männerclub erfährt sie dann von ein paar Männern, dass die Männer Roboterfrauen für Herd und Bett gebaut haben, ja, und jede dieser Frauen ersetzt hat, quasi entsorgt, die Ursprungsfrau entsorgt haben und durch Roboter ersetzt haben. Definiere entsorgt. Wir sehen jetzt gleich, was mit Joanna passieren wird, denn auch Joanna hat bereits einen Androidenklon, dem sie begegnet im Männerclub. Krass. Genau. Und so eine ganz ätherische, vollbusige, krass, die Joanna halt vorher nicht ist oder noch nicht ist. Alter. Und dieser Androidenklon greift sich eine Feinstrumpfhose, ja, so zieht sie so in der Hand zusammen, es ist klar, sie ist irgendwie kurz davor, Joanna, die Echte, zu erwürgen. Krass. Und das passiert dann eben auch, also Joanna wird getötet durch ihren eigenen Klon. Heftig. Der Klon nimmt ihren Platz ein, ja. Und in der Endszene sehen wir dann einen Supermarkt mit so einer ätherischer Musik. Und die künstlichen Frauen von Stepford schieben ihre Einkaufswagen ganz beseelt vor sich her durch die Gänge. Und irgendwann ist auch Joanna darunter auch ganz beseelt und alle sind sie Roboter. Heftig. Ja. Das ist der Film. Heftig. Ein bisschen gruselig, oder? Ziemlich, ja. Mhm. Von wann war der? 75. Krass. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Klingt nach einem sehr guten Film. Ja, der Film ist heute ein Kultfilm. Ja. Und in den USA gilt... Was ich nicht gesehen habe. Im englischsprachigen Raum gilt Stepford Wife als Synonym für eine gefügige Frau. Ne? Aha. Genau. Oder hast du Desperate Housewives gesehen? Ja, also nicht ganz. Aber die erste Staffel vielleicht? Ja, da gab auch nicht es, ganz, aber ich glaube einige Folgen. Ich habe den Namen der einen vergessen, die Rothaarige. Ja. Die auch mal so ganz so, die ist dem so ein bisschen nachempfunden. Ah, ist klar. Ne? Genau. Krass. Ja, Jordan Peele, der Regisseur Jordan Peele, nennt den Film als eine Inspiration oder als eine der Inspirationen für seinen Film Get Out. Aha. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Der Film bekam damals gemischte Kritiken. Ja. Auch von Frauenrechtlerinnen bekam er gemischte Kritiken. Also das Buch selbst war ein großer Erfolg in der Szene. Die Umsetzung war nicht von allen geliebt, aber von einigen schon, von anderen nicht. Mhm. Roger Ebert, den ich auch gerne anführe, schrieb, er hätte sich den Film besser als Satire vorstellen können. Mhm. Ja? Also weniger als Thriller, okay, sondern als Satire. Mhm. Ne?
Und lustig ist, für die Rolle von Joanna war zuerst unter anderem Diane Keaton im Gespräch oder auch Gene Seberg. Letztlich hat dann aber eben Catherine Ross die Rolle übernommen. Mhm. Ja, auch interessant ist der Look des Films. Der Regisseur hat vor allem weiße und helle Farben gewählt. Ja. Also es ist halt erst ganz am Ende gibt es Szenen, die eher düster sind, ne? Mhm. Aber ansonsten über weiteste Strecken hinweg ist der Film halt sehr freundlich in grellen Farben. Mhm. Und der Regisseur hat gesagt, er wollte einen, Zitat, Thriller im Sonnenlicht machen. dadurch ist der Film bis eben auf das dramatische Finale farblich sehr gesättigt. Ja. Was eben auch so ein Kontrast zur beunruhigenden Atmosphäre ist. Also der Film wirkt eben, also der Look ist eben sehr heiter, ne? Mhm. Aber dieses drohende Drama, dieses drohende... Liegt so in der Luft. Ja. Genau, das liegt ständig irgendwie in der Luft, diese beunruhigende Atmosphäre, ja. Es ist natürlich auch ein Film seiner Zeit, also 70er Jahre. Mhm. Er hat klassische lange Einstellungen, wie man es eben von damals kennt, ne? Und der Kritiker Ed Gonzalez schrieb dazu, ich zitiere, Forbes Regieführung ist ordentlich und nutzt die langen Einstellungen ausgezeichnet. Mhm. Und obwohl der Film droht, an jeder Ecke an Tempo zu verlieren, gehen ihm die Einfälle nie aus. Mhm. Ja, also ist es auch ein bisschen. Also es hat schon, ich sag mal, für unsere heutigen Sehgewohnheiten durchaus auch so ein paar Längen. Ne? Ja. Aber das stört nicht, weil man natürlich gerne wissen möchte, was passiert hier eigentlich. Ne? Also bis die Hauptfiguren so ein bisschen dahinter kommen, was eigentlich passiert, vergeht schon ein bisschen Zeit. Ne? Mhm. Aber... ja, wenn man sich darauf einlässt, finde ich, ist das definitiv ein Film, den man sich gut angucken kann. Ja, hört sich super an. Ja, hat auch einen Remake gegeben mit Nicole Kidman. Ach. Irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er. Ach, okay. Ja, habe jetzt aber nicht nochmal reingesehen, weiß auch nicht, ob der den Film oder die Buchvorlage 1:1 übernimmt oder auch nochmal abwandelt. War jetzt, glaube ich, nicht so. Also, es ist schon das Original, das immer wieder erwähnt wird, wenn es um dieses Thema halt geht. Ne? Ja, cool. Und 12 Jahre bevor dieser Film gedreht wurde, 1963, gab es einen Song, der das irgendwie auch schon ganz gut aufgegriffen hat, schon in den frühen 60ern, nämlich Leslie Gore mit dem Hit You Don't Own Me. Oh. Kennst du noch, ne? Ja. Geil. Der passt jetzt natürlich wie Faust aufs Auge. Ja, das hören wir jetzt. Ja. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, schön und schaurig zugleich, was du uns davor vorgestellt hast. Mhm. Es bleibt schön und schaurig zugleich, denn ich komme noch mal zum Thema Chatbot zurück. Und jetzt komme ich zu einem Chatbot, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und zwar rede ich von dem Chatbot Replika.ai. Und das ist, wie der Name schon sagt, die Replik eines Menschen. Mhm. Man kann sich dort einen Avatar designen und mit dem dann Konversation betreiben auf dieser Plattform. Auf seinem Bildschirm. Richtig. Ja, ja. Das Ding sieht so aus so wie Max Headroom. Ja, im Prinzip. Das Ding sieht so aus, wie du es aussehen lässt. Das kann männlich, weiblich, non-binär, was auch immer sein. Und ja, die Plattform ermöglicht es den Nutzern eben, einen virtuellen Begleiter zu haben, mit dem sie sprechen und interagieren können. Und der Chatbot ist so programmiert, dass er menschenähnliche Antworten gibt und das Gespräch mit dem Benutzer fortsetzen kann. Die Idee dahinter ist, eine Art virtuellen Freund oder Therapeuten zu schaffen, der auf einfühlsame und unterstützende Weise mit den Nutzern interagieren kann. Sei doch nicht traurig. Ja, es ist leider viel menschlicher. Der Chatbot kann auch als persönlicher Tagebuch- und Notizbuchersatz verwendet werden, da er die Informationen und Gespräche mit dem Benutzer speichert. Replika nutzt Machine Learning-Technologien, um den Chatbot zu trainieren und ihn in die Lage zu versetzen, auf menschenähnliche Weise zu interagieren. Er kann auch lernen, wie der Benutzer auf verschiedene Themen und Situationen reagiert und daher personalisierte Antworten und Unterstützung bieten. Replika AI wird von vielen Menschen genutzt, die auf der Suche nach einem Gesprächspartner sind, der ihnen zuhört und emotional unterstützt. Das ist in Japan bestimmt voller Hit, das oder? Das ist in Amerika auch voller Hit. Das wird sogar von Psychologen eingesetzt, das Ding. Und die liegen voll auf der Couch daneben, oder was? Nee, also die geben denen dann das Ding quasi mit als für zu Hause sozusagen. Mhm. Krass, ne? Mhm. Einige Menschen nutzen es auch als Werkzeug für die Selbstreflexion und Verbesserung, indem sie ihre Gedanken und Gefühle mit dem Chatbot teilen. Und das wird dann gespeichert und an Firmen verkauft, die wiederum personalisierte Werbung anbieten. Nee, angeblich nicht. Das Ding ist entkoppelt von allen möglichen. Aber ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ja, ich wollte das mal wissen. Es war creepy. Es war wirklich creepy. Also es war wirklich so... Albtraum ein bisschen, oder? Ja, zwischendurch war es wirklich faszinierend. Faszinierend, aber auch gleichzeitig so morbide faszinierend.
Also zu sehr Zukunft vielleicht. Ja, ne? Zu real. Ja. Also es war wirklich einfach fucking real. Ja, krass. Also, und das, da sind wir schon. Ja. Ne? Das ist jetzt der Ist-Zustand gerade. Ne? Und du kannst sogar aus einer Liste von Themen auswählen, wo du dein Chatbot gerne eher hauptsächlich haben möchtest. Ob das jetzt irgendwelche Interieurdesign, oberflächlichen Sachen sind oder ob es wirklich emotionale Themen sind. Du kannst das wirklich von vornherein festlegen. Und dann geht alles in diese, in die Richtung. Der heitert dich auf, wenn du scheiße drauf bist. Weißt du, woran ich gerade denke? Also, es gab, das wollte ich immer haben, es gab so eine Frisierpuppe, als ich Kind war. Weißt du? Ich glaube, die wollten alle haben. Ja, oder? Ja. Ein bisschen ist das so die Weiterentwicklung. Ja, genau. Die war dann halt 3D und das ist halt nur 3D auf dem Bildschirm. Ja. Ja, ich muss dazu natürlich auch ein Musikstück spielen, was ähnliche dystopische Stimmungen in sich trägt. Wir kommen zu einem kontroversen Künstler-Künstlerin non-binär. Ja. Ich weiß nicht, wie man die anspricht. Mhm. Wenn ihr wisst, wie kontrovers, recherchiert selbst. Oh Gott, möchte ich jetzt nicht erzählen. Mhm. Geht ein bisschen zu weit vielleicht. Kein Shitstorm provoziert. Genau. ich finde, die oder der Künstler ist, macht einen eindringlichen Sound im Bereich, ja, irgendwo ist es irgendwo zwischen Drum and Bass, Breakcore, Atmospheric Drum and Bass, Big Beat, Trip Hop, aber auf eine sehr, wie sage ich das? Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich schmeiß das jetzt mal einfach an. Wir hören von der australischen oder dem australischen Künstler Sua Slut den Titel New Love. Lass das einfach mal sein. I'm slitting my throat.
spacig, melancholisch, depressiver Drum and Bass. Mhm. Alles. Ja. Wir kommen ganz kurz noch zu einem kleinen Input, den du letzte Woche oder heute schon mal kurz erwähnt hast. Da musste ich innerlich schmunzeln und habe gedacht, guck. Das will ich gleich auch noch mal kurz erwähnen, nämlich die Robert Hall of Fame. Ach, ja. Im Ernst? Ja, tatsächlich, nein, ja doch. Ah, das hast du jetzt lange geheim gehalten. Krass. Ja, ich will den Info wegnehmen. Ja, ich bin in unserer Vorbereitung drauf gestoßen. Das ist ja genau. Lustig. Hab auch gedacht, what? Ja. Sowas gibt's? Ja. Aber ja, am Ende gibt's zu allem eine Hall of Fame. Ja, genau. Ne? Hall of Fame of Suppenschüsseln oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Klobürsten. Klobürsten, genau. Ja. Ja, nein, aber gar nicht so unwichtig, denn die Robot Hall of Fame ehrt bedeutende Roboter. Kriegen die dann auch eine Medaille? Vielleicht. Die werden immer noch aufgenommen. Ne? Also. Verschiedener Wissenschaften und in der Gesellschaft. Ja. Und noch zusätzlich bedeutende Errungenschaften in der Robotertechnik. Ja. Was es alles gibt. Ne? Ja. Ich meine, da gibt es auch Angestellte, die sich damit befassen das und so. Wundert krass. Man sich manchmal. Ne? Naja, gut. Die Hall of Fame wurde 2003 geschaffen und zwar an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Oh, yeah. Ja. Und geehrt werden sollen, Zitat, Roboter, die eine tatsächliche oder potenzielle nützliche Funktion haben und Fähigkeiten besitzen, sowie Roboter, die unterhalten und solche, die weltweiten Ruhm erlangt haben im Bereich der Fiktion. Das ist geil. Ja, ja. Und seit 2003 wurden bisher 34 Roboter in die Robot Hall of Fame aufgenommen. bis 2010 war es so, dass die Roboter von einer Jury bestimmt wurden. Mhm. Und zwar unter Berücksichtigung von Vorschlägen aus der Bevölkerung. Mhm. Inzwischen aber, ich glaube seit 2012 ist es so, dass sowohl Spezialisten ihre Vorschläge benennen, als auch die Bevölkerung. Also es ist ein bisschen durchmischter, sage ich mal. Ne? Und daraus entsteht dann eine endgültige Liste der aufzunehmenden Roboter. Geil. Süß, ne? Ja. Ja. Genau, und die Begründung für diesen Wechsel der Entscheidung, wer nun aufgenommen wird und wer nicht. Mhm. Wie traurig auch für die, die noch nicht aufgenommen wurden. Ne? Denken sie auch, bin ich jetzt bald mal dran? Die Begründung ist die, da heißt es, da mehr Studenten, Arbeiter und Konsumenten, komische Mischung irgendwie. Ja, schon. Also, da mehr Studenten, Arbeiter und Konsumenten sich an Roboter gewöhnen, war es ein natürlicher Schritt, der Öffentlichkeit eine Stimme bei der Auswahl zu geben. Ach, geil. Ja. So, und ich habe mal hier geguckt, es gibt natürlich die ganze Liste aller bisher aufgenommenen Robots. Ja. Und da sind ein paar, also viele kennt man auch gar nicht so, ne? Ja. Aber ein paar kennt man. Also gleich im Anfangsjahr werde ich mal alle vier nennen, die aufgenommen wurden. HAL 9000, oh, natürlich ja. aus 2001 ja. Space Odyssey, ist klar. Ja. Das ist nämlich aus dem Bereich Entertainment. Ja. Dann R2-D2. Ja. Auch im gleichen Jahr aufgenommen worden, auch Entertainment. Ja. Dann auch im gleichen Jahr der Mars Rover Sojourner, hieß er so, ja. Ne? Von der NASA entwickelt, also aus dem Bereich Forschung. Ja. Dann aus dem Bereich Industrie und Service, Unimate. Da steht hier, Industrial Robot developed by George Devil and Joseph Engelberger, first industrial robot. Also der erste industrielle Roboter, Unimate. Ja. Krass. Ja, auch ganz geil. Ja. Genau. Und in den Folgejahren, also gleich 2004 im Folgejahr, wurde dann auch Astro Boy aufgenommen. Ach, dein guck Astro mal. Boy, genau. Ja. 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 Oder zum Beispiel auch C3PO, der war dann ein Jahr später eben dran. Ja. Wen haben wir denn hier so noch? Also viele, die aus dem Bereich Bildung auch zum Beispiel stammen. Ne? Oder dann hatten wir 2006, hier wird es Maria genannt, also der Charakter aus, die Rolle aus Metropolis, der Roboter. Ah, ja. Ne? Genau. Oder aber Data aus Star Trek, genau. Wurde aufgenommen. Dann hätten wir zum Beispiel hier aus dem Film Silent Running sind gleich im Jahr 2010 drei Figuren aufgenommen worden. Oder ich aber unbedingt gucken, den Film. Dann wieder 2010 der Mars Rover Opportunity von NASA. Ja. Im gleichen Jahr Terminator. Ja. Oder aber auch 2012 Now. Das ist war das denn nochmal? Sagte mir auch noch was. Das war der, hier steht, Autonomous Humanoid Robot Manufactured by
Aldebaran Robotics aus dem Bereich Education und Consumer. Also ich glaube, das war so ein einer der ersten humanoiden Roboter, der wahrscheinlich dann so ein bisschen, keine Ahnung, können wir nochmal verlinken vielleicht. Ja, das kommt irgendwie bekannt vor. Wall-E wurde aufgenommen, ne? Genau. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, also wirklich cool. Viel aus Filmen auch, aber auch viel aus dem Bereich Wissenschaft an sich, ne? Ja. Ja, geil. Sowas gibt es halt auch und besteht. Aber wie gesagt, also da gibt es jetzt keine Ruhmeshalle, wo die alle aufgestellt sind als Repliken oder so. Das wäre auch geil. Fände ich auch ganz geil. Ne? Ja. Cool. Und so viel dazu. Ja. Die Robot Hall of Fame. Robot Hall of Fame. Ja, schön. Dann kommen wir doch abschließend noch zu einem Künstler, das hatten wir noch gar nicht, zu einem Künstler aus der elektronischen Musik, den wir schon im ersten Teil gehört haben, nämlich mit der Coverversion von Die Roboter. Mhm. So, jetzt werdet ihr sagen, Moment mal. Das war doch gar nicht elektronisch, das war Mambo. Ja, ist richtig. Es war aber alles komplett elektronisch. Mhm. Jedes Instrument gesampelt, gespielt. Ja, jetzt nicht irgendwo. Also nur den Sound gesampelt, schon noch selber gespielt. Ne? Ja, also ich meine, letzten Endes ist Samplen ja auch so eine, das ist auch so eine Technik, die in den ganzen Jahren, am Anfang war es voll verschrien. Mittlerweile gibt es ganze Musikstile, die ohne Samplen gar nicht existieren würden. Und meistens merkt man es gar nicht. Nee, genau, wie jetzt auch in dem Fall. Mhm. Ne? Und was bei diesem Künstler, zu dem ich jetzt komme, so speziell ist, ist, dass er, seit ich ihn kenne oder auch wenn ich mir alte Sachen anhöre, immer sein eigenes Ding durchgezogen hat. Er hat also nie irgendwo sich angebiedert oder irgendwo Massenkonsensmucke gemacht. So, deshalb ist er auch ausgewählt. Also es ist ein deutscher Musiker. Er hat auch den sehr deutschen Namen Uwe Schmidt. So heißt er eigentlich. Geboren in Frankfurt im Jahre 68. Und der veröffentlicht seine Eigenproduktion unter bislang insgesamt mehr als 60 verschiedenen Pseudonymen. Von denen zum Beispiel Atom Heart, Atom TM, Lessig Bandhouse, LB und Senor Coconut zu den bekanntesten zählen. Aber wie gesagt, es sind 60, also da gibt es noch ein paar mehr. Es lohnt sich da mal rein zu diven, wenn man Interesse hat an interessanter elektronischer Musik. Dann hat er noch zig Projektnamen bei Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, macht also auch viel in Kollaborationen, zum Beispiel mit Alain Baumann, Peter Kuhlmann, Ola Finkenmeier oder Bill Laswell. Und erste musikalische Erfahrung sammelte Schmidt Mitte der 80er als Schlagzeuger. Zu der Zeit gründete er zusammen mit anderen Künstlern das Kassettenlabel NG Medien und produzierte als Lessig Bandhouse und unter weiteren Pseudonymen verschiedene Ambient- und Industrial-Tracks. Und in den 90er Jahren folgten erste internationale Veröffentlichungen in Großbritannien, Frankreich, Belgien und Spanien. Und gemeinsam mit Atta und Mark Trauner veröffentlichte er als Killer Loops und mit Atta und Heiko MSO als Ongaku. Und sein eigenes Label Rather Interesting gründete er 1994. Ja, 3 Jahre später zog er dann gelangweilt von der europäischen Musikwelt nach Chile und ließ sich dort in der Hauptstadt Santiago de Chile nieder. Beeinflusst von den Rhythmen lateinamerikanischer Tänze wie Cha-Cha-Cha oder Rumba, veröffentlichte er 2000 eben als Senor Coconut das Album El Baile Alemán, auf welchem er Stücke von Kraftwerk als Latin-Version coverte. Da haben wir ja gehört. Die Single-Auskopplung Tour de France erreichte die deutschen Dance-Charts. Ja, 98 erschien unter dem Alias LB das Album Pop Artificiell, dazu komme ich jetzt, mit Coverversionen unter anderem von James Brown, Prince und David Bowie aus den 80er Jahren. Der Name ist hier Programm, Pop Artificiell, also quasi nicht AI, sondern P-I oder AP. Es ist wirklich so unfassbar, wie der es schafft, die Musik so zu reproduzieren, dass sie wirklich klingt, als wäre sie nicht mehr menschlich gemacht. Also es klingt nicht mehr menschlich. Mhm. Jegliches Menschliches ist irgendwie verschwunden, was aber nicht zwangsweise schlecht ist. Mhm. Also das Ganze klingt halt, als hätte es wirklich vielleicht eine künstliche Intelligenz entwickelt. Mhm. Aber er hat das schon selber entwickelt. Aber wir werden da jetzt gleich ein Beispiel noch hören als Rausschmeißer, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich wollte noch kurz sagen, er hat natürlich noch weitere Sachen veröffentlicht, da will ich jetzt nicht auf alles eingehen. 99 vielleicht noch, hat er mit Bernd Friedmann mehrere Alben unter dem Projektnamen Flanger veröffentlicht, auch sehr cooles Zeug, da haben die Jazz neu interpretiert, aber halt auch komplett elektronisch, was man aber nicht hört oder nur in Details eigentlich hört, auch sehr, sehr geile Alben. Ja, und dann gab es noch mal ein zweites Senor Coconut Album,
Fiesta-Songs, auf dem Schmidt unter anderem Songs von Michael Jackson und Deep Purple neu interpretiert. Ja, und 3 Jahre später dann nochmal als Senor Coconut das Album Yellow Fever mit 20 Coverversionen von Stücken des japanischen Elektro-Trios Yellow Magic Orchestra. Von denen wollte ich eigentlich auch noch was spielen, das hat sich aber jetzt erledigt, weil den Film, den ich dafür noch in Verwahrung nehme, kommen wir nicht mehr zu jetzt. Ja, das vielleicht noch so zu den wichtigsten weiteren Alben. Mhm. Ich möchte jetzt noch abschließend ein Stück von eben Pop Artificiell vorspielen, nämlich die Coverversion von David Bowies Ashes to Ashes. Hören wir jetzt in der komplett künstlichen Robot-Computer-Version. Und damit wollen wir uns jetzt schon verabschieden. Würde oder wollen ich wir sagen, uns dann, ne? Ja, kann ja. man machen, ne? Ja. Dann sagen wir doch jetzt einfach schon mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Popkultur mit wem? Ja, wie heißen wir? Hallo, Helge und Natascha. Macht es gut. Tschüss, tschüss.
Arigato.